Hallo und herzlich willkommen, liebe Dead Space 3 Freunde. Ja, ich habe das Rätsel gelöst, jetzt fragt mich aber nicht wie. Ich habe wirklich einfach hier so ein paar Mal gedreht und irgendwann war es dann so, dass alles übereinander gestimmt hat. Ich hoffe mal, dass, ja, da ist es wieder. So, also hier diese ganzen Teile müssen halt hier so übereinander stehen und dann, ja. Fragt mich nicht wie, drückt einfach ein paar Mal rechts, drückt ein paar Mal links und dann läuft das schon. Dankeschön. Ich wette, jetzt kommen ein paar Monster. Oder? Die Monster wollen nicht, dass wir Rosetta zusammenbauen. Bam. So, okay. Und ab damit. Zack. Okay, Ellie. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Nein, das ist irgendein Monster-Scheißvieh. Seid ihr alle so bekloppt, oder was? Ich pack's nicht. So, das ist jetzt der dritte Part, den ich in Folge aufnehme von Dead Space 3 am heutigen Tag. Fortschritt wird gespeichert. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie eure Reaktion davon ist, ob das überhaupt noch einer gucken will. Mein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Nein, sehe ich nicht. Keine Ahnung. Aktivierungsfehler. Bitte Gasventil erneut öffnen, um fortzufahren. Wo ist das Gasventil? Das Ding da, was so blinkt? Ach, scheiße, zu spät gesehen. Leck mich doch, du Scheißding. Sollte ich jetzt vielleicht lieber in dieser Kammer sein? Oder ist das egal? Ja, danke. Ist vermutlich besser. Ich wundere mich, dass jetzt nicht die ganze Zeit hier so Typen da durchlaufen und gegen die Scheibe schlagen oder irgendwie sowas. Das hätte ich mir jetzt so vorgestellt. Sehe, dass man da so steht und dieses Giftgas rauslässt und dass dann irgendwie diese Monster so ankommen. Ja. Wie viel Wolfram brauche ich? 700, oder? Wie viel Wolfram brauche ich? Für den Ausweider. 665, wir haben es bald. Schicken die beiden Scheißdinger jetzt einfach hier wieder auf die Suche. Mir doch egal, ob die hier was finden oder nicht. Hau ab. Ressourcensammler online. Sie werden gleich in den Genuss der Dienste eines T36-Ressourcensammlers kommen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Ihre Steuern bezahlt. Ressourcensammler online. Guten Tag, Sir. Oder Ma'am. Oder Klo. Labert mich nicht voll, ich habe hier zu tun. Monster! Scheiße. Da sind viel zu viele. Wieso man sich hier nicht durchhacken kann, ey? Oh nein, komm, ich hab die ganze Zeit... Ah, nein! Ich hab die ganze Zeit Medipacks geschluckt, ey. Das konnte man, glaube ich, nicht sehen, weil ich so an der Wand gedrückt war. Aber ich hab die immer aufgesammelt und immer direkt, Jetzt
Jetzt wieder dieselbe Scheiße, ey. Ah, das funktioniert ja super mit dem Gewehr. So, ich hebe Medikits auf. Ich drücke B, um die zu verwenden. Ey, Mann, die Knarre schießt echt viel zu langsam. Also, wenn wir nicht bald eine bessere Bombe kriegen... Gibt's denn von denen, ey? Meine Güte! Meine Güte! Das hat mich doch irgendwie stark getroffen, ne? Puh! Jetzt haben wir's aber. Noch jemand, der Ärger will. Da haben wir's doch. Komm her. Sieht hier nicht so einladend aus. Gucken, was hier so auf den Plänen ist. Alien-Artefakt. Artefakt entdeckt. Nein, ich will es nicht ansehen. Oder wollt ihr es ansehen? Komm hier. Nee, wollt ihr nicht. Dr. Earl Serrano, Status-Update. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten, beispielsweise Kiemen und etwas verdichtete Schwimmblasen und einziehbare Flossenhalte. Für ein gefrorenes Ödland erscheint mir das recht ungewöhnlich, es sei denn, es war nicht immer gefroren. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis Blitzfrost auslöste, der alles im Eid einschloss. Wo ist denn diese, ach, da drüben. Ah, der, Essensaufzug da. Ah, zack. Achtung, Harry. Ah, ich seh's. Alter, ihr seid aber auch bescheuert, ey. Geht mir mal weg, ey. Bist du ein Hund oder warum quiekst du so? Scheißvieh. Mein Name ist Isaac Clarke. Ich bin Alien Killer Badam. Also ich meine, falls ich mich nicht erschrecke, wenn ich die Tür aufmache, meine ich. Stehen da Snowboards, Schneestiefel. Ah, es geht raus. Wieso bin ich jetzt? Aha, okay. Deine X-Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken. Ist das hier richtig? Ich hoffe mal. Ihr kennt das ja sicherheitshalber, ne? Ah, Munition ist eh voll. Okay, jetzt muss ich vermutlich wieder auf die Raumschiffe aufpassen. Ach, scheiße. Ach, guck mal, mein Kumpel. Mit mir nicht, Freundchen. Stehst du nochmal auf oder was ist das?
Mehr hast du nicht zu bieten? Mein Name ist Isaac Clarke. Alien Killer. Nee, Necromorph Killer, muss ich sagen, oder? Bisschen viele von denen, oder? Oh Mann, die Gruselis hier, ey. Ich hau mal hier ab. Oh, hier ist was Wertvolles. Oh, ein Suchergewehr. Was soll das heißen? Kann ich das jetzt benutzen oder was? Oder muss ich dazu an den... Na, gucken wir gleich mal. Nicht ducken, Isaac. Nur Weg anzeigen lassen. Gucken, habe ich jetzt hier ein Suchergewehr an der Bank oder was? Nee. Was habe ich denn da gerade aufgenommen? Uninteressant eigentlich, jedenfalls für meine Pläne. Ach, reicht eh noch nicht. In der nächsten Folge vielleicht. Ey, Leute, wenn ich einen Ripper habe, dann säge ich hier so alles kurz und klein. Beste Waffe im Spiel. Aber ich habe jetzt keinen Bock, da was zu kaufen. Lade einen Freund an, diese optionale Koop-Mission zu spielen. Ja, das ist immer so traurig, wenn man keine Freunde hat und das Spiel einen darauf aufmerksam macht. Aber so jemand wie ich, der nur in der Cyberwelt lebt und kein echtes Leben hat, voll traurig und so. Ellie! Ripcore! Oh Gott, ich fass es nicht! Das Spiel ist so gut zu mir. Also außer... Haha! Ich bin mir jetzt hier rüber runtergeschossen aus. Werf eine Nate! Ah, ne, geht ja nicht. Scheiße! Ah, das ging noch gut hingekriegt, oder? Was ist das hier? Da waren wir schon? Keine Ahnung. Treffe ich das auch mal, wenn ich da drauf trete, oder was? So. Oh Mann, ich will jetzt wissen, was aus dem Viech wird. Ich habe gedacht, das kommt in der heutigen Folge noch. Und das machen wir auch in der heutigen Folge. Ich will das sehen. Und ich hoffe, ihr wollt das auch sehen. La, 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 la. Da war die Musik jetzt schon ein bisschen gruselig, oder? Isaac,
Wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Schnauze, Penner. Wo ist denn jetzt zum Beispiel dieses Ripper-Teil, was ich gerade eingesammelt habe? Kann ich das nicht verwenden für irgendwas? Oh Mann, wie mache ich das? Doch gerade dieses Ripper-Dingen eingesammelt. Wo finde ich das, meine Freunde? Kann mir das irgendjemand verraten? Oder gibt es hier Ripper-Rahmen oder wie? Ah, da, guck mal, ich packe es nicht. Ja, Baby, ich liebe dich. Was hatte ich denn vorher da drauf? Plasma-Kon. Was macht er das? Hey, Baby, jetzt geht's richtig rund. Der Ripcore. Yeah, Baby. Wuhu. Los, zeig's mir, ich will's sehen. Zeig's mir, ich warte das ganze Spiel schon drauf. Zeig mir den Ripcore. Oh yeah. Keine große Reichweite, aber das ist so... Da werden wir alles mit kaputt sägen, meine Freunde. Oh yeah, oh yeah, Ripcore, oh yeah. Ein bisschen wenig Reichweite, das Ding, oder? Da geht's rein? Okay, dann gehen wir da rein. Warte mal, ich nehme mal eben hier noch... Weiß, wann wir hier wieder hinkommen. Nehme mal eben hier irgendwas mit. Ich will keine Mülldupinu erkundigen. Ah, ich liebe den Ripper. Achso, den muss man auch nachladen, oder was? Das ist natürlich schlecht. Was ist denn hier los? Hier muss ich noch so ein Ding holen. Wie soll ich denn da jetzt durch? Nein, komm mal hier rüber, nicht nach da drüben. Zu mir, Baby. Zu mir. Sehr gut. Bevor ich hier gebutzelt werde. Hier rüber. Ey, komm, ihr werdet jetzt aber auch zersägt, wenn ihr durchlauft, oder? Ah, das ist ein Kopf. Da. Oh Mann, schaffen wir das noch im heutigen Part? Wollen wir das noch machen? Ist das überhaupt der richtige Weg? Ja. Boah, ey, Alter! Was war das denn? Ach, Quatsch. Ach, Scheiße. Geben Sie auf, Isaac! Sie kommt da nicht mehr lebend raus! Maul, Danik!
Was denn? Die haben auch was dabei. Oh Mann, ich wollte jetzt nicht die ganze Strecke noch zurücklaufen. Ich habe gedacht, wir sehen das heute mal noch. Jetzt haben wir schon wieder so ein langes Video. Oh man. Versuche mich mal zu beeilen. Ich hoffe mal, der Rückweg ist jetzt nicht ganz so lang. Ja, vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ja nicht das Auge ausgestochen. Okay. Eben die Richtung checken, okay, darum. Wo lang? Hier lang oder was? Ja, okay. Haha, Fortschritt gespeichert. Komm, jetzt gucken wir uns das noch an, oder? Was meint ihr? Soll ich jetzt ausmachen? Nee, wir gucken uns das natürlich noch an. Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit... was immer das hier ist. Kapitel 15. Schicksalswende. Rosetta. Labor. Und was nun? Darf ich hier rein? Scheiß Penner. Was muss ich hier machen? Sie aneinanderfügen oder was? Nee, oder? Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Ach du Scheiße, jetzt müssen wir das puzzeln. Oh nö, meine Freunde, ey, jetzt haben wir glaube ich schon fast 25 Minuten. Dann muss ich euch jetzt leider doch enttäuschen, ey. Also das jetzt nochmal alles zu puzzeln, bis es dann irgendwann mal anfängt, dann sage ich an der Stelle doch leider, es tut mir furchtbar leid, dass wir das im heutigen Video nicht mehr gepackt haben. Ich habe mich echt schon beeilt, also finde ich für meine Verhältnisse, habe ich ziemlich Gas gegeben, immer durchgerannt und so. Dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Part nochmal wieder, wo ich hier versuchen werde, Rosetta zusammenzubauen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.